immer neue musikalische Wege finden, lautet das Motto der City Preachers. Die Gruppe um John O'Brien Docker hatte bis zu 17 wechselnde Mitglieder, der kreative Komposthaufen der Hamburger Szene. Wieder einmal fahren die City Preachers zu Aufnahmen ins Tonstudio des Norddeutschen Rundfunks. Zum dritten Mal in dieser Woche. Überhaupt die Verpflichtungen nehmen zu. Die Termine lassen sich nur noch schwer koordinieren. Denn immer noch sind sie Amateure und keine Profis, stecken in einer Ausbildung oder arbeiten tagsüber. Irgendwann müssen sie sich entscheiden, ob sie das, was einmal für sie Hobby war, zum vollbezahlten Job ausbauen. One, two, three, stilistische Vielfalt um Inga Rumpfs schwarze Stimme mit der Hamburger Tönung. Eine Gitarre gekriegt, als ich 11 war. Und da ging für mich eigentlich das Leben los, so ungefähr. Da wusste ich, also jetzt geht's los. Und das war eine Befreiung aus diesem kleinen Elternhaus und so, ne? Take your tram, which brings you into the city. Ich habe dann die ersten Versuche mit Bluesmusik gestartet. Ich habe gemerkt, das ist meine Musik, weil das schrie irgendwie der Schmerz, der war gut für mich und habe mich dadurch befreit gefühlt und so. Seit Ende der 60er Jahre ist der Mann am Flügel Inga Rumpfs musikalischer Zwilling und Mitstreiter durch etliche Bandformationen. Jean-Jacques Kravetz. Den Beatles-Fan und Multiinstrumentalisten aus Paris lockte das schönste aller Gefühle von der Seine an die Elbe. Ich habe mich in Südfrankreich schwer verliebt in meine erste Frau. Ich stamme aus Hamburg, Mutter von Pascal, mein Sohn. Und sie hat mich. Meine Entscheidung lag daran, dass sie mir dahin geführt hat, wo die Beatles gestartet sind. Und da war ich völlig platt, habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. 1964 hat John O'Brien Docker praktisch so eine Art Weltmusik, also Folklore mit allen möglichen Stilrichtungen, damit eine Band gegründet. Und es war so eine Art Baukastensystem. Wer Lust hatte mitzumachen, hat mitgemacht. Und da kam dann auch Udo Lindenberg am Schlagzeug. Udo Lindenberg war damals ein begehrter und umworbener Trommler in der Jazzszene. Mit den City Preachers orientierte er sich in Sachen Rock. Im Jazzhaus, das war dann 69, da die City Preachers, die probten da. Und da bin ich dann dahin wieder eingestiegen. Und da fehlte, die wollten so ein bisschen mehr Richtung Rock und so, Folk, Rock. Und die brauchten einen Pianeur, die schnellen Finger und so. Und da hat irgendeiner erzählt, es war hier mal ein sehr begnadeter Typ. Mit den schnellen Fingern von Paris, Sauce Bernays, den Fingern ganz geschmeidig und so. Der heißt Kravet, Jean-Jacques Kravet. Und dann bin ich nur da unten in so einem Kellerloch, bin ich dann dahin, hab dann eben so einen Brief da, der war gar nicht da. Junge Mann, sprechen Sie bitte mal vor, weil City Preachers, ne, wir suchen den Meister, ne, den Maestro am Klavier. Ich hab sie im Kopf, der Zettel ist leider weg. Wir, die City Preachers aus Hamburg, internationale Folklore-Band mit vieler Nationalität, wollen unsere Folklore mit Pop, Rock und Blues erweitern. Wir suchen einen Organisten. Es handelt sich um einen vollprofessionellen Job. Wenn Sie Interesse haben oder auch eine Telefonnummer, unterschrieben Udo Lindenberg. Das war der Schlagzeuger von der Band zu der Zeit. Und hier sind sie, die City Preachers mit I Feel So Good und Sunshine. Yeah.
Ganz im Stil der Zeit musizieren die Prediger nicht nur zusammen, sie wollen auch gemeinsam leben, in einer WG. Wir haben ein Haus gemietet, weil wir dachten, das bringt was, also für die Gruppendynamik, wenn wir alle an einem Ort sind und unten in der Garage einen Übungsraum haben. Was macht eine Band top? Die Kommunikation. Wenn du kannst 5 Weltmeister zusammentun, die Oberweltmeister nicht spielen, wie im Fußball, und das ist nix. Läuft nicht. Weil 5 Leute müssen eine sein am Ende. Die Kommunikation zwischen Inga Rumpf und Jean-Jacques Kravetz stimmte. Mit ihrer neuen Band Frumpy sorgten sie für Furore. Im März 1970 wurde in Hamburg eine Band gegründet, die bereits heute nach 1,5 Jahren zu den besten und vielleicht progressivsten deutschen Musikgruppen gezählt werden kann. Die 5 Musiker, alle im Alter zwischen 21 und 24 Jahren, haben ihre erlernten Berufe, sie waren Tiefdrucker, Kaufmann, Dekorateur und Musikstudent, mittlerweile an den Nagel hängen müssen. Schließlich sind sie jetzt ständig auf der Achse. Pro Woche stehen mittlerweile 2 öffentliche Konzerte auf dem Programm. Das war schön, also das zu merken, dass die Leute das mochten. Weil man selber hat ja sich gar nicht irgendwie viele Gedanken gemacht. Wie Jean-Jacques schon sagte, man hat einfach gespielt, ne, und gesungen. Indian Roadman, wild and hard, tells gun and play, severely born. Retired man and looks tall and strong, the prince playing hard. Kiss him quick, he has to pour. Wir haben am Anfang nur musiziert. Und da taucht plötzlich ein Typ, sagt er, ich bin Manager. Ich komme aus Bremerhaven, ich heiße Bodo Albers. Und ich engagiere mich für deutsche Bands. Und wenn ihr wollt, mache ich euch ganz groß. Das war seine Sätze. Und da haben wir immer gedacht, ja, wenn ihr was macht, bitte. Damals war die Artwork, ne, also die Plattencover, war fast genauso wichtig wie die Musik. Ne, ja. Weil das hat das wiedergespiegelt, was die Musik wiedergibt. Besonders das erste Cover, All Will Be Changed, was ein Chamäleon mit der ganzen Welt praktisch, wenn man das heranschob, dann hat sich das Chamäleon natürlich farblich verändert. Und das passte natürlich zu All Will Be Changed. Also eine tolle Arbeit. Es gab diese Plattenläden, Schaufenster von Karstadt oder von Govi, damals die Plattenläden. Und dann, immer wenn man spazieren gegangen ist, sah man der Plattencover ganz groß. Hier solche Gestaltungsgeschichten, wie hier diese Frumpy, mit quasi diese 3D-Effekt. Die haben sich was dabei